Eine der häufigsten Aufgabenstellungen in der Algebra lautet: Finde x. Ich bin Daniel von der DHBW Ravensburg und in diesem Video machen wir uns in linearen und quadratischen Gleichungen auf die Suche nach eben jenem x. Unser wichtigstes Werkzeug für die Suche sind sogenannte Äquivalenzumformungen. Schauen wir uns dazu eine einfache lineare Gleichung an. 6x plus 4 gleich 25. Wir suchen Werte für x, welche diese Gleichung erfüllen. Man kann sich jetzt im Kopf überlegen, dass wir zu der 4 noch eine 21 benötigen, um am Ende auf 25 zu kommen. Mit was muss ich jetzt dann die 6 multiplizieren, damit ich 21 bekomme? Bei diesen einfachen Gleichungen würde das gehen, aber bei komplexeren Gleichungen wird das schnell schwierig bis unmöglich. Gehen wir deshalb also trotz des einfachen Beispiels systematisch vor. Äquivalenzumformung bedeutet, dass wir auf beiden Seiten des Gleichheitszeichens eine bestimmte Umformung vornehmen. Zum Beispiel können wir hier auf beiden Seiten 4 abziehen und erhalten dadurch eine neue Variante unserer Gleichung. Es ist auch kein Zufall, dass wir genau eine 4 abgezogen haben, denn unser Ziel ist es, dieses x zu isolieren. Um die 6 davor loszuwerden, teilen wir in einem zweiten Schritt beide Seiten durch 6 und erhalten dadurch unsere Lösung x gleich 3,5. Neben der Vorgehensweise ist bei den Umformungen auch die Notation wichtig. Die Angaben an der rechten Seite sind nicht erforderlich und dienen nur der besseren Nachvollziehbarkeit. Was dagegen sehr wichtig ist, ist die Unterscheidung der Äquivalenzpfeile und der Gleichheitszeichen. Die Äquivalenzpfeile verknüpfen die Aussage links mit der Aussage rechts. Sie zeigen, dass die eine Aussage aus der anderen folgt. Wenn die linke Aussage gilt, dann muss auch die rechte Aussage gelten und wenn die rechte Aussage gilt, muss umgekehrt auch die linke Aussage gelten. Das Gleichheitszeichen verknüpft dagegen die Terme, die rechts und links davon stehen. Diese sollen den gleichen Wert haben. Würden wir immer nur Gleichheitszeichen verwenden, wäre die Rechnung mehr als missverständlich. Insbesondere gibt es keinen Sinn, dass 25 unter anderem gleich 21 und gleich 3,5 sein soll. Um die Umformungen übersichtlicher zu gestalten, schreiben wir die äquivalenten Aussagen meistens nicht nebeneinander, sondern untereinander und geben an der rechten Seite die durchgeführte Äquivalenzumformung an. Neben dem Äquivalenzpfeil gibt es auch noch Implikationspfeile, die nur in eine Richtung zeigen. Sie kommen zum Einsatz, wenn zwar B aus A folgt, aber A nicht unbedingt aus B folgt. In den folgenden praktischen Beispielen wird der Unterschied schnell klar. Wer 160 Stundenkilometer in einer Spielstraße fährt, verliert den Führerschein. Aber nicht jeder, der den Führerschein verliert, verliert den Führerschein genau aus diesem Grund. Wer 5 halbe getrunken hat, darf nicht mehr Auto fahren. Aber es gibt viele andere Gründe, nicht Auto fahren zu dürfen. Bei einer Münze ist es dagegen anders. Eine Münze landet genau dann auf Zahl, wenn sie nicht auf Kopf landet und umgekehrt. Die Möglichkeit, dass sie auf der Kante landet, lassen wir hier mal außen vor. Aber wann haben wir in der Mathe eine Äquivalenz und wann haben wir nur eine Implikation? In unserem Beispiel können wir beide Varianten benutzen, ohne dabei etwas Falsches zu sagen. Alle diese hier gezeigten Varianten sind von der Aussagelogik her richtig. Gefährlich wird es dagegen beim Potenzieren und beim Wurzelziehen. Betrachten wir dazu die beiden Aussagen x gleich 4 und x² gleich 16. Hier können wir den Pfeil nur in eine Richtung setzen. Wenn x 4 ist, dann muss x² auch 16 sein. Aber wenn x² 16 ist, dann kann x zwar durchaus 4 sein, muss es aber nicht unbedingt. X könnte auch minus 4 sein und würde die Gleichung trotzdem erfüllen. Ebenfalls problematisch sind Divisionen durch Variablen. Diese sind nur unter der Annahme x ungleich 0 zulässig.
teilen wir versehentlich durch 0, geht zwar nicht die Welt unter, aber wir verlieren potenziell Lösungen oder erhalten falsche Ergebnisse. Dazu ein kurzes Beispiel. Die Gleichung x² minus 2x gleich 2x können wir auf beiden Seiten durch x teilen und erhalten dadurch x minus 2 gleich 2. Mit einer weiteren Umformung plus 2 auf beiden Seiten erhalten wir das Ergebnis x gleich 4. Diese Lösung ist absolut korrekt. Aber wir übersehen eine weitere korrekte Lösung, und zwar x gleich 0. Räume Vorgehensweise ist bei dieser Art von Gleichung deshalb besser. Statt auf beiden Seiten durch x zu teilen, bringen wir die rechte Seite auf 0, indem wir 2x auf beiden Seiten abziehen. Dann klammern wir auf der linken Seite x aus und überlegen uns, wann die linke Seite 0 ergeben wird. Dazu muss entweder x gleich 0 sein oder die Klammer muss 0 ergeben, und schon haben wir beide Lösungen. Mit diesen Beispielen gehen wir schon in Richtung quadratische Gleichung. Bevor wir uns mit diesen befassen, hier erstmal ein paar Beispiele zum Selberlösen. Im ersten Beispiel ziehen wir zunächst auf beiden Seiten 18 ab und erhalten damit 2x gleich 66. Dann teilen wir auf beiden Seiten durch 2 und erhalten die Lösung x gleich 33. Im zweiten Beispiel ist unser x im Nenner. Um es dort herauszuholen, multiplizieren wir beide Seiten mit 2x. Auf der linken Seite verschwindet dadurch der Bruch und auf der rechten Seite steht dann 28x. Dann müssen wir nur noch beide Seiten durch 28 teilen und erhalten die Lösung x gleich 1 Viertel. Im dritten Beispiel ziehen wir 16x auf beiden Seiten ab, um die rechte Seite auf 0 zu bringen. Dann klammern wir auf der linken Seite x aus und überlegen uns, wann die linke Seite 0 ergibt. Dazu muss entweder x gleich 0 sein oder die Klammer muss 0 ergeben, was bei x gleich 3 der Fall ist. Dieses Beispiel funktioniert nur deshalb so einfach, weil wir x ausklammern können. Was wäre aber, wenn wir stattdessen zum Beispiel folgende Gleichung hätten? Oder ganz allgemein eine quadratische Gleichung folgender Form. An dieser Stelle kommt es im Seminarraum meistens zu einem Glaubenskrieg. Mitternachtsformel versus Pico-Formel. Beide Formeln machen dasselbe und sind unterm Strich absolut gleichwertig. Wir lösen das Beispiel 2x² minus x minus 3 gleich 0 mit beiden Formeln. Die Mitternachtsformel ist etwas komplexer, aber funktioniert für alle Gleichungen der Form a mal x² plus bx plus c gleich 0. Die einzige Voraussetzung ist also, dass rechts vom Gleichheitszeichen eine 0 stehen muss. Und das ist hier bereits erfüllt. Als erstes müssen wir die Koeffizienten a, b und c identifizieren. Der Koeffizient a ist der Vorfaktor vor dem x². Der Koeffizient b ist der Vorfaktor vor dem x und der Koeffizient c ist die Zahl, die ohne x dasteht. Die letzten beiden Koeffizienten, b und c, können auch 0 sein, falls es keinen Term mit x bzw. ohne x gibt. Wir setzen die gefundenen Koeffizienten in die Mitternachtsformel ein und müssen dabei insbesondere auf die Vorzeichen achten. Nach einigen Umformungen erhalten wir unsere beiden Lösungen minus 1 und 1,5. Bei der PQ-Formel muss nicht nur rechts eine 0 stehen, sondern auch eine 1 vor dem x². Da wir dort momentan eine 2 stehen haben, teilen wir beide Seiten der Gleichung durch 2. Danach können wir wie bei der Mitternachtsformel unsere Koeffizienten ablesen. Das p ist der Vorfaktor von x und das q ist die Zahl, die ohne x dasteht. Und nach dem Einsetzen erhalten wir nach einigen Umformungen erneut unsere beiden Lösungen minus 1 und 1,5. Hinweis: Nicht jede quadratische Gleichung hat zwei Lösungen. Die Anzahl der Lösungen hängt von dem Term unter der Wurzel der sogenannten Diskriminante ab. Ist diese größer als 0, gibt es zwei Lösungen. Einmal plus die Wurzel und einmal minus die Wurzel. Ist sie genau 0, spielt es keine Rolle, ob wir plus Wurzel 0
oder Minuswurzel 0 rechnen, sodass wir nur eine Lösung haben. Ist sie negativ, dann ist die Rechnung ungültig und wir haben keine Lösung. Hier sind zwei einfache Beispiele für quadratische Gleichungen. Versuche, diese beiden quadratischen Gleichungen jeweils einmal mit der Mitternachtsformel und einmal mit der PQ-Formel zu lösen. Mit der Mitternachtsformel können wir direkt die Koeffizienten a gleich 2, b gleich minus 5 und c gleich minus 25 identifizieren und einsetzen und erhalten zwei Lösungen. Bei der PQ-Formel müssen wir dagegen zunächst beide Seiten der Gleichung durch 2 teilen, um zur Normalform zu kommen. Dann setzen wir ein und erhalten die zwei Lösungen, die wir auch mit der Mitternachtsformel erhalten haben. Beim zweiten Beispiel ist es genau dasselbe Vorgehen, wobei wir beachten müssen, dass es keinen Term mit x hoch 1 gibt und b bzw. p damit 0 wird. Als Abschluss zum Thema noch ein kleines Finde-den-Fehler-Rätsel. Warum ist dieser Beweis für 2 gleich 1 nicht korrekt? Welche der folgenden Äquivalenzumformungen ist falsch? Das Problem liegt genau hier. Wir teilen durch a minus b. Und da wir anfangs angenommen haben, dass a gleich b ist, teilen wir damit immer durch 0. Und alles, was nach dieser Umformung kommt, ist damit ungültige Grütze. Soweit zu linearen und quadratischen Gleichungen. Im nächsten Video schließen wir die elementare Algebra mit dem Thema Gleichungssysteme ab. Falls dir das Video gefallen hat, gib den Daumen hoch, hinterlass mir einen Kommentar und abonniere das Economicon. Bis bald!